Also wir kriegen gerade die Anweisung. Also, ich sag schon, wir bekommen die Anweisung Red Race. Wir vor allen Dingen. Was kannst du alles verstellen während des Fahrens? Also was für wichtige Dinge oder was für wichtige Punkte, sagen wir so. Fünf wichtige Punkte, die du während des Fahrens für dich, wo du merkst, die du verstellen musst oder auch kannst. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Guck mal, wer das ist. Hallo. Das ist Fabio. Also ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen wie viel haben wir? 8 Uhr? Vom Nürburgring. Tag 2. Jetzt gibt es so ein bisschen Motorsport, ne? Und zwar ein bisschen Classic-Rennen. Wir gehen gleich durch die Startaufstellung. Mit Fabio, ohne Fabio. Fabio hat einen Krankenschein, deswegen darf man keiner sehen, glaube ich. Vielleicht schon mal ein bisschen durch. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Es gibt ein bisschen Emotionen heute. Digga, was hier alles steht, Junge. Das wird so wild gleich. Sag ich euch. Habe ich gerade gehört? Ja. Okay. Ich wusste nicht, ob ich es wirklich gehört habe. Fabio, was sagst du? Digga, was hier rumfährt, ne, da kriegst du doch Angst, oder? Irgendwann sehe ich uns beide, also nicht in sowas. Womit fahren wir denn? Hier, im Volvo. Ne, was wäre so? So ein E36? Ja. Aber da muss man fahren für können, das kann ich ja nicht, ne? Ich habe ja Angst, Heckantrieb, ne? Ist ja bei mir ein Problem. Können wir den auf Front umbauen oder können wir ein Variabel machen, weißt du? Allrad. Ist aber zuschaltbar für mich Heckantrieb. Ist wirklich, wir können alle drei mitfahren. Stimmt. Ich sehe mich auch an so einem 190er, finde ich. Also, das fühle ich auch schon. Aber E36 wäre schon am besten, ne? Sowas, Frank. Ah ja, Mann, Digga. Das ist schon richtig gut, ne? Das Höllengerät, ne? Über den Zaun. Da sehe ich mich. Wenn die Dinger gleich angehen, Leute, das ist so Sex pur. Ja, wir haben jetzt noch ungefähr, ich glaube, eine halbe Stunde. 20 Minuten, dann geht's hier los. Ihr seht schon das Startfeld hier vorne. Also, das ist wirklich wild. Dann geht's für die auf die Startaufstellung. Und danach ist Rennen. Und wir werden das auf jeden Fall voll mitnehmen. Dann müssen wir später noch zu Bielstein. Und was haben wir denn noch heute? Bielstein? Irgendwie Dämpfer zusammenbauen? Das ist wild. Heute kommt auf jeden Fall einiges. Aber für mich ist Haupt, warum ich hier bin, ist das hier. Ich finde das also gerade Classic-Rennen, Junge. Schon gut. Wenn die Dinger jetzt gleich angehen, was hier los ist, Junge. Ist ja E24, ne? Aber da musst du auch Coronis für haben. Also ich finde, ihn zu fahren, das ist mutig. Schau dir mal die Reifen, der fährt auch noch zeitgemäße Reifen. Würde ich aber nicht machen, du. Das ist wirklich mutig. Das wäre gerade von der Straße her. Voll. Auch felgenmäßig, ne? Auch die Dreiteiler einfach da drauf, ne, Fabio? Wenn du mal nichts mit den Fängen, da kriegen wir Herzklappen, da knallen die einfach drüber. Das ist schon geil. Was ist das da vorne? Was ist das hier? Was ist das hier nochmal ein, weißt du, was ist das? Wie heißt das Ding nochmal? Das ist so ein Engländer, oder nicht, ne? Ja, ein Osten. Oder? Osten. Ja, das ist geil. Ein Morgen ist das. Ein Morgen? Ein Morgen. Ach, ein Morgen, danke schön. Okay. Ich habe auch überlegt. Haben wir wieder was dazugelernt. Morgen plus A. Ah, geil. Also, wir kriegen gerade die Anweisung. Ich sag schon, wir bekommen die Anweisung Red Race. Wir vor allen Dingen. Boah, das ist so kultig einfach. Geil. So, die machen jetzt auf jeden Fall, geht's in die Startaufstellung. Dann Einführungsrunde und dann fliegender Start. Bin mal gespannt, wie das Wetter jetzt gerade hält, weil es sieht momentan danach aus, als würde es dann doch wieder ein bisschen regnen. Und dann werden die auf jeden Fall nochmal wechseln, weil die sind jetzt, ich glaube, alle sind aufs Licht. Och, guck mal, mit dem Fuchs und Wasser. Das ist auch geil. Boah, es ist so gut, Leute, einfach wirklich. Es ist einfach gut. Der rollt ihm jetzt einmal auf die Karre, schön auf den Einser drauf. Ja. Ist das geil. Mehr geht nicht. Fabio, mehr geht einfach nicht, wirklich. So geil. Es ist so emotional. Und du stehst halt mittendrin. Ja, und du erlebst das wirklich hautnah. Und das hat jetzt gerade nichts mit Ticket zu tun, Leute, ne? Also das kann jeder. Das ist jetzt, kann theoretisch jeder hier. Gut. So,
eine erste Runde. Wir müssten eigentlich jetzt hier angeflogen kommen. Ja, da hören wir es schon. Ah, jawoll. Oh, der hat aber schon guten Vorsprung. Wir latschen mal weiter. Wir werden jetzt hier mal durch die Boxengasse mit euch ein bisschen schlendern. Und es geht einmal, wir werden einmal zu BMW gehen, die haben richtig aufgebaut. Und wir werden einmal zu Mercedes gehen, die haben auch richtig aufgebaut. Das Rennen, also das Classic-Rennen, ist immer noch im vollen Gange. Die zerschießen gerade die Karren, einen nach dem anderen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich krass, wenn man sich überlegt, wie viel Geld da gerade fährt. Aber machen die einfach. Das ist halt Motorsport, aber sehr, sehr interessant. Füllgrad, muss man sagen, jetzt hier. Relativ leer. Also die, ne, die Parkplätze, die sind sehr voll, aber jetzt hier an sich, man sieht es ja auch so, das ist jetzt noch nicht so überlaufen. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt im Nachmittag, wir haben natürlich auch relativ früh noch, ich glaube, wir haben jetzt 11 Uhr oder sowas, glaube ich, gerade, ne? Morgens, oder? Wie viel haben wir? 11? Voll nach 11? Das geht noch. Es geht noch. Für uns natürlich super angenehm, weil wir dadurch ganz entspannt hier überall durchlaufen können und uns keiner auf den Sack geht. Das ist halt ganz super, ne? Also wirklich, wir können halt alles in Ruhe filmen. Das ist schon geil. Wetter? Ja, Eifelwetter halt scheiße. Also es ist am Regnen, es ist kalt. Bin froh, dass wir die Jacken dabei haben. Richtig, ne? Kleidung. Ja, genau. So, es geht jetzt einmal. Achso, BMW feiert übrigens 50 Jahre M. Und ich sag mal so, das merkt man hier auf jeden Fall. Schäfer, der Cicotto. Mit dem ist übrigens Fabio mal gefahren, ne? Hat er eben erzählt, ganz genau. Adorf, bitte nicht falsch verstehen, ne? Das heißt Adorf. Safety Car, würde ich auch schon fahren. Fühle ich auch komplett. Und man merkt auch, das ist halt auch echt geil. Oder was heißt, ja, doch, man merkt schon, dass BMW gerade durch diese 50-Jährige, die haben dick aufgefahren. Und was halt auch krass ist, gerade bei den Klassikrennen, wir haben mal geguckt, es waren, glaube ich, im Klassikbereich 19 E36 und 14 E30. Also auch gerade der E6, genau, bei 200 Autos, das ist schon wirklich viel. Also auch vor allen Dingen in dieser Gruppe, ich glaube, das ist Gruppe 3 war das, wo die gestartet sind. Du merkst halt, E36 ist jetzt ins Alter gekommen, gefühlt, ja, fast jedes Auto, ne? Jetzt sind wir gerade bei Mercedes AMG Experience. Ich bin jetzt so Mercedes, also die alten Dinger, bin ich safe dabei. Das ist Auto nicht. Neuen weiß ich nicht, das ist ja immer so ein Thema, ne? Mittlerweile, ja. Aber das ist schon geil, guck mal, die rote Sau, Junge. Das ist halt absoluter Killer, ne? Wirklich. Digga, es ist einfach so unfassbar gut. Vor allen Dingen, auch diese Sitze da drin, ne? Das ist einfach mega. Guck mal hier. Ach stimmt, guck mal. Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben extra eine Straße geteert hier vorne. Ja, kann man machen. Kann man machen. Übrigens, neuer SL. Unfassbar schönes Auto. Unfassbar schönes Auto, finde ich den. Oder? Auch mit Stoffdach wieder? Fühle ich schon. Ja, das wäre aber schon sehr lang. Aber gut, man weiß ja nie, was passiert. Wir haben gesagt, wenn es eine unter 2 Sekunden schafft, wir nehmen wir mit in die Boxen. Die Tische werden. Du hast ja das Gefühl, die Dinger bestehen nur noch aus Flaps. Oder? Ist so. Genau, spätestens um 12 würde ich da sein. Um 12.15 Uhr.
hier, dann sei um 11:30 da. Wir haben ja genug, was man erleben ja, kann Problem. Bei uns. Es wird nicht langweilig. Ist schon bald. Wir werden wieder nervös, wenn ich komme. So, Freunde, etwas ganz Besonderes, das wollte ich euch beim letzten Beach and Track Day schon zeigen. Und zwar die GTIs. Ich wollte doch eigentlich damit eine Runde fahren, auch lieber als mit dem GT4. Das ist aber nicht zustande gekommen, weil die schon verbucht waren. Aber dafür haben wir jetzt die Möglichkeit, uns die mal ein bisschen näher anzuschauen. Das Malte ist mit am Stissel. Moin. Guck mal hier. Vor allem auch das ist schön, ne, was da steht. Das ja, ist auch schon. Ist sehr schön. Also wir haben hier eine Audi RS3 LMS. Das ist ein TCR-Fahrzeug, womit wir in der TCR-Serie auch unterwegs sind. TCR steht für Touring Car Racing. Hier im Rahmenprogramm fährt auch die Tourenwagen-Weltmeisterschaft mit diesen Fahrzeugen. Ich selbst durfte 2019 in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft unterwegs sein, allerdings mit dem Golf. Da habe ich das Heimrennen hier gewinnen können. Ja, Sieg für mich hier holen können in der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. Mit ihm? Nee, mit Golf. Mit dem Golf, okay. Genau. Als erster deutscher Sieger in der Geschichte der WTCR im Prinzip hier den Sieg eingefahren. Dieses Wochenende bin ich auf dem Audi unterwegs. Die beiden Golf 7 GTI TCR, die sind besetzt durch andere Piloten. Ich bin Mitbesitzer und Teamchef bei Max Gute Racing. Aha, okay. Und ich bin im Prinzip nur eingesprungen für einen Fahrer, der leider krank geworden ist. Oder für mich zum Glück krank geworden ist. So konnte ich das Cockpit ergattern. Sonst wärst du gar nicht gefahren? Nee, da wäre ich als Teamchef hier unterwegs gewesen. Genau. Und jetzt bin ich so ein bisschen in der Doppelfunktion, leite das Team, beziehungsweise ich habe sehr, sehr gute Leute um mich herum, Gott sei Dank, die alles im Griff haben und ich kann mich aufs Fahren konzentrieren. 2 Liter oder 2,5, also 5 Liter, 4 Zylinder, ne? 2 Liter, okay. EA888, Evo 3 Motor, gleicher Motor wie im Golf. Das ist ein Serienmotor, das heißt, wir haben auch keinen Turbolader, Kolben, Pleuel, nichts verändert. Das dürfen wir auch vom Reglement her nicht. Aber Software, richtig? Software, ja. Mhm. Das Ding hat jetzt 350 PS. Aber das ist schon ordentlich für noch Serieninnereien, ja, ne? 350, genau. Das ist auch so, sage ich mal, an der oberen Grenze der Hardware, was wir machen können. Ja. Wir wechseln Motoren nach 10.000 Rennkilometern aus, bekommen noch Motoren rein. In der Serie müssen die natürlich deutlich länger halten, deswegen ist die Leistung auch. Was ist denn sowas? Ladeluftkühler, alles noch Serie? Downpipe? Nee, ich kann euch das gerne mal zeigen. Kommen die richtigen Fragen jetzt, da bin ich ne? Weil man kennt ja den 2 Liter, ist ja so das typische, ist ja wirklich das typische Ding. Ist auch richtig. Ladeluftkühler wurde hier nach oben verlegt. Wir haben hier so einen sogenannten Airduct, wo die Luft im Prinzip hier vorne reingeht. Kanal beschleunigt und dann ist hier der Ladeluftkühler, der im Prinzip gekühlt wird. Da geht die Luft wieder raus. Okay, geil. Ansaugung ist verändert und die Kurbelwellenentlüftung. Das war's. Downpipe auch Serie noch? Nee. Sorry, natürlich auch, wenn wir Eingang ändern, müssen wir auch Ausgang ändern. Wir haben keinen, natürlich kein Cut direkt ab Turbolader. Okay. Es ist jetzt 76 mm ab Turbo bis hinten hin. Weil halt die Leistung, weil bei 350 PS... Genau, 200 Zähler. Genau. Okay, mega interessant. Ja. Weil halt 350 ist, normalerweise machst du bei denen, was haben die serienmäßig an Leistung? 300, 310 im Golf R, genau. Klar, es gibt Tuner, die bis auf 380 und so weiter gehen. Natürlich, logisch. Aber dann muss halt auch Downpipe und so gemacht werden. Ganz genau, dann musst du halt Stage 2, Stage 3. Wir fahren auch hier mit einem Deku 250 DSG-Getriebe in der Langstreckenversion fürs 24-Stunden-Rennen. Die WTCR-Autos, also die Tourenwagen-Weltmeisterschaftsautos, fahren mit einem sequentiellen Getriebe. Das ist eigentlich der Unterschied der beiden Autos. Okay. Ja, ansonsten auch Seriengetriebe. War mega interessant, ne? Wenn man ehrlich ist, das Auto hat knapp 60% der Bauteile sind Serienbauteile. Okay. Was liegt das Auto? Also wir müssen vom Reglement her 1180 Kilo wiegen. Da kommen wir aber nicht ganz hin. Das Auto ist ein bisschen schwerer. Sind so bei 1193. Aber kein Gewicht im Auto. Aber Frontkratzer, ne? Ja, richtig. Genau. VAQ, auch das interessant vielleicht. Die Seriensperre, die auch im zum Beispiel Golf GT Club Sport S oder Golf auch drin ist. Genau. Auch drin. Fahrt ihr auch? Ja. Die ist auch nicht irgendwie umprogrammiert? Nein. Klar. Ja, genau. Okay. Aber die Bauteile sind nicht geändert. Keine andere Pumpe drin, nichts. Ja. Hier ist noch so ein Löschsystem, oder? Genau, das ist ein Löschsystem, was auch vorgeschrieben ist. Das ist auch im Fahrzeug, wenn es brennt, das sofort im Prinzip an der, am,
Ort des Geschehens gelöscht werden kann. Was so mega interessant, das Auto, ne? Ist ein absoluter Publikumsliebling, ja. Weil die Leute können sich mit dem Auto identifizieren. Ich meine, wenn du dir das Auto anschaust, es ist breiter, es ist bulliger, aber am Ende des Tages ist es immer noch ein Audi S3 oder R3. Ja, ja, ja. Schönes Bodykit, oder? Ich finde das super. Also, das bekommst du aber auch nicht als Straßenzulassung, ne? Das hast du auch keine Chance. Kannst du machen, aber wo willst du das Keiler kriegen? Ja, bei den Jungs kaufen. Ja. Die zerschießen die Dinger ja. Wir haben die Bodykits reichlich am Lager. Ja. Tatsächlich, ja. Du musst, ja, aber das, was du halt machen musst, ist hier das Thema, ne? Hier musst du eine Abdeckung reinmachen. Genau, hier, damit keine Steine und so ein Zeug, ne, wäre das Thema. Ja. Es gibt ein Auto in München, ein Golf, ja. Der ist straßenzugelassen, ja, ja, mit dem Bodykit komplett. Sitzposition ist aber ein gutes Stück nach hinten, ne? Hinter, ja, B-Säule. Ist bewusst so gemacht, okay, durch die Pedalerie und so weiter. Ihr seht, wie, ja, ja, die Lenksäule, genau, ist. Genau. Einfach aufgrund des Schwerpunkts vom Auto versuchst, das Gewicht so zentral wie möglich zu machen, dass das Auto die Hochachse, okay, sehr gut drehen kann. Ja, also darum geht es alles. Wie ist das denn vom fahrerischen Gefühl her, wenn du so weit hinten sitzt? Das ist schon eine Umgewöhnung, oder? Ja, der Blick ist komplett anders. Ja, ja, ja. Aber das ist ehrlich, aber 3 Runden und dann... Ist wirklich so? Ja. Auch Spiegel und sowas, du hast ja komplett andere Sicht auf einmal, genau, ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber ja, am Ende des Tages, du guckst 90% ja, nach, ja, das stimmt, nach vorne. Ja. Aber die Spiegelposition, ja, ist auch nicht mehr die... Nee, deswegen. Ja, genau. Doch, die Spiegel... Nee, ist alles Serie. Ist alles Serie, ne? Alles, ja, ja, die ist so, ja, ja. Okay, aber dann dürfte die ja schon gar nicht mehr so gut einsehbar sein. Genau, ist auch nicht. Ja. Deswegen, tendenziell ist der Spiegel mehr nach außen gestellt als im Straßenauto, weil du ja vorne, weiter vorne sitzt. Ja. Genau. Aber sonst ist alles eigentlich Serie. Wie ist es mit Achsen? Die Achsen sind auch speziell, oder? Wir haben selbst entwickelte Radträger an der Hinterachse, die haben wir entwickelt. Ja. Mhm. Das ist alles VW Motorsport, beziehungsweise Audi und Cupra. Das ist der gleiche Radträger wie im Audi vorne auch. Okay. Das ist alles gleich. Achsen, alles Uniball gelagert. Hilfsrahmen und so ist alles Serie. Ja, okay. Wie viel Millimeter Bremsen fahrt ihr hier? Das sind 378 mm Scheiben. Ja. 34 mm dick. Mhm. Und 6 Kolben. Sechs Kolben, ja, ja. Genau, das, ja, ist vorgeschrieben, ja, auf dem Reglement. Auch hinten vorgeschrieben? Nee, hinten, nee, ist frei, aber hinten bremst du... Fast gar nicht mit den Dingern, ne? 30%. Ja, ja. Hast du eine Bremsvorstellung? Ja, hab ich. Ich hab in der Mitte diesen gelben, roten Knopf, den ihr da seht. Ach, da, ja. Da ist F und R, also nach rechts rum geht's nach vorne, nach links rum geht's nach hinten. Was kannst du alles verstellen während des Fahrens? Also was für wichtige Dinge oder was für wichtige Punkte, sagen wir so. 5 wichtige Punkte, die du während des Fahrens für dich, wo du merkst, die du verstellen musst oder auch kannst. Bremsbalance, aha, Differential. Ja. Eingriff vom Differential auf Grundlage von Wetterverhältnissen? Nee, oder genau. Von, ja. Also wie stark die Sperre öffnen und, ja, schließt. Ja, also okay, im Serienauto hast du ja 3 Mappings. Irgendwie Komfort, genau, normal Sport. Ja. Das ist hier auch nur extremer. Also, okay, du hast ein offenes Differential, ja, das wäre für Regen. Ja, ja, ja. Mittel, sowas für Damp Conditions. Mhm. Und dann voll gesperrt für Slicks. Reifendruck. Mit wie viel Bar Reifendruck fährt man mit so einem Ding hier los? Das ist wirklich interessant. Verrät man nicht, ne? Betriebsgeheimnis. Okay, okay, nee, dann ist gut. Nee. Nein, aber wenn doch sicher ein Regen. Reden wir gleich nochmal drüber. Nee, also Kaltluftdruck, mhm, so 1,4 Bar. Okay, okay, sehr interessant. Das ist der Kaltluftdruck, den wir haben. Genau. Das ist krass, ne? Wie lange musst du dich vorbereiten, so, wenn du jetzt immer hier fährst, so auf so ein 24-Stunden-Rennen? Gar nicht, oder? Also ehrlicherweise mittlerweile... Also mit den Stings auch bei Nacht so? Das ist halt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich bin jetzt mehr am Tag schon Richtung Bett, weil ich viel in der Nacht fahren werde. Das ist vorher dann festgelegt, dass ich ein bisschen nachtaktiver bin die Tage davor. Logisch, dass, ja, ich, ja, dann schon den Körper so ein bisschen konditioniere. Okay. Aber sonst eigentlich... Wie läuft das mit dem Fitness? Also ist da extra drin Vorbereitungsphase, ja, auch nochmal da drauf? Oder hast du die sowieso daily bei dir daily drin? Daily. Für den generellen, ja, Sport, okay? Ja, genau, weil ich bin Berufsrennfahrer. Ja, ja, ja. Du hast so eine Grundfitness. Ja, ja. Und du machst jetzt nicht nochmal extra was 24er. Das Einzige, was ich mache, ist tatsächlich, ich schaue, wann ist geplant, wann ich fahre. Ja, das, ja, weiß man, ja, relativ früh eigentlich schon. Und dann schaue ich, dass ich entweder tagsüber schon oder 18, 19 Uhr schon, ja, ins, ja, Bett, ja, gehe, ja, zu schlafen. Dann bin ich um 3, 4 Uhr wach. Aber das ist auch genau die Zeit, cool, wo ich am Ende des Tages im Rennauto sitze. Wie lange werden denn die Stintzimmer sein? 1,5 Stunden. Boah, das ist aber hart. Ja, meistens, ja, ja, ja. 3 Stunden maximal und dann musst du 2 Stunden wieder Pause. Okay. Du kannst dann nicht schlafen. Nach, nee, ne? 3 Stunden, nee, ne? Ja, ist ja super aufgeregt. Stell dir vor, du machst einen 10-Kilometer Lauf irgendwie. Und dann geht man schlafen. Und jetzt in 2 Minuten schlafen. Unmöglich. Keine Chance. So, und alle Fahrer, die immer erzählen, ja, ich hau mich gleich, ich geh direkt. No way.
Wie überbrückst du das denn dann? Also ist das dann einfach so eine Fokus, wo du einfach drin bleibst? Ich hoffe, gute Laune. Ehrlich. Ja, ne? Ist, ja, ja. Ist auch ganz wichtig, mit deinen Leuten, mit deinen Mechanikern, Ingenieuren eine gute Stimmung zu haben. Mhm. Dann kennt das, wenn du mit einer Clique irgendwie auf Party gehst, dann merkst du auch nicht, ist jetzt schon 2 Uhr, 3 Stunden. Ja, du bist einfach gut drauf. Ja, ja, ja. Du ziehst einfach durch. Genau. Ja, ja. So, hier ist es auch. Wenn du eine gute Stimmung hast, dann macht dir das gar nichts aus, ob du 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr. Das ist halt egal, weil du hast dann, das ist wie, als du nur auf Party gehst, so ungefähr. Voll. Ja. So erkläre ich das immer. Fahrer werden wie ausgewählt? Bewerbungsphase bei dir oder wie läuft sowas ab? Oder? Ja, meistens. Also, ja. Wir fahren jetzt mit Stammfahrern von uns. Okay. Er fährt die ganze Saison, Also feste Fahrer von dir aus dem Team dann auch? Genau. Okay. Und dann gibt es so meistens nochmal ein, zwei, die dann dazu stoßen zu 24 Stunden. Ja. Und da selektieren wir schon. Also, okay. Gucken wir, wer hat in den letzten Jahren gute Ergebnisse gefahren, wer ist stark und so weiter. Und dann nehmen wir Altersdurchschnitt im Team? Oh. Circa? Oder sagen wir mal, von was? Älteste, genau, genau, ja. Der Jüngste ist 18, der Älteste ist 54. Ach doch, so alt? Ja, ja. Das ist ja schon Angst, dass ich so alt bin. Das ist das Unsinn. Ja, geil. Ja, genau. Mega. Also von bis. Also der Marek Schaller zum Beispiel, fährt sein allererstes 24-Stunden-Rennen. Der ist gestern in der Nacht, kam der raus, der war komplett geflasht. Der hat, der war... wie alt ist der? 18. Das ist der 18-Jährige. Ja, gut, das natürlich. Führerschein. Dem habe ich gesagt, hier, bevor hier gefahren wird, fahr mal nachts viel Auto. Ja, ja. Dass er nachts Autobahn fährt und so. Sie haben die Geschwindigkeit gewählt. Genau. Und der ist gestern seine erste Runde, der sagt, ich musste immer gucken. Normal guckst du auf die Strecke, aber der fand das so geil, die Beleuchtung aus. Ich muss sagen, da ist die Strecke, da hinschauen. Ja. Wie sieht das aus bei euch im 24-Stunden-Rennen mit den Autos? Ich dachte, da gibt es ja deutlich schnellere. Wenn du quasi die von hinten ankommen, bist du viel damit beschäftigt, nach hinten zu gucken? Oder nee, gar nicht? Die machen sich relativ schnell bemerkbar. Also das bekommst du auch mit, richtig? Ja, du siehst, der kommt in 7 Meilenstiefeln an, okay. Das Auto. Ja. Und clevere Fahrer machen dann frühzeitig Blinkzeichen, zeigen dem schon an und gehen da vorbei, um wenig Zeit zu verlieren. Ja, ja. Wenn du damit beschäftigt bist, nach das meine ich ja, ja, ja. Vorbei, verlierst du Zeit. Ja. Und Ende. Weil das ist immer so dieser Mythos, wo die immer alle erzählen, ja, du bist bei den Autos mehr damit beschäftigt, nach hinten zu gucken, als auf die Strecke. Ja, deswegen ja. Es ist teilweise richtig, aber es hat auch viel damit zu tun, wie clever ist der Fahrer auf dem langsamen Auto und wie clever ist der Fahrer auf dem großen Auto. Ja, also die Kommunikation auch auf der Strecke ist das A und O, ne? A und O. Wenn du da hinten frühzeitig anzeigst, alles klar, Junge, fahr rechts vorbei. Ja. Dann kannst du auf deiner Spur bleiben, der zieht vorbei und alles ist gut. Ne? Genau. Ja, mega. Cool. Vielen, vielen Dank. Wirklich krasse, coole, gute Informationen. Kann man viel von mitnehmen. Ja, sehr wichtig geil. Ist halt einfach zu verstehen, es sind halt, das Auto hat 60% Serienbauteile. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch mal ganz, ganz cool für die Community. Weil die sehen natürlich die Rennautos und sagen, oh, cool. Ja, super cool. Ja. Aber da stecken die Teile drin, die in deinem Auto stecken. Ja, gerade auch, wenn du selber anfängst. Also gerade, wenn du mal auch auf dem Tuning fahren willst. So, genau. Ja, genau. So, dann bist du, geil. Und dann guckst du Spurscheiben, was machst du, Verbreiterung und so weiter. Natürlich, der Flügel und der Sportkick und so, das alles extra. Aber... du kannst ja schon... Und du kannst ja schon sagen, dass du nochmal 20% selber trotz alledem da rankommen kannst, indem du anfängst leer zu räumen, Käfig reinzumachen, Sitze reinzumachen, Bremsen zu verändern. Das liegt ja auch in deinem Ding, dass du das auch bauen kannst. Ne? Abgasanlagen ja auch gewissermaßen, Ansaugung, Leistungssteigerung. Du kannst schon sehr nah an das jetzt, nicht so krass, aber schon gut rankommen. Ne? Sehr viel. Es gibt hier jemanden in der Nordschleifen-Szene, 413 Motorsport. Ja, ja. Genau, der Tim. Hm? Mit dem bin ich auch sehr gut im Kontakt, das ist auch ein Jugendfreund. Und der betreibt das halt richtig, ist aber professionell, dieses Track-Day-Business. Der ist wahnsinnig schnell mit seinem Auto. Ja, ne? Der fährt gute Zeit, das ist abartig. Gut, was Golf angeht, was Golf-Tuning angeht, ist der ganz weit vorne. Ja, ist wirklich so, ist wirklich ein guter Mann. Ja, mega. Ja. Cool. Ich muss das hier auch beenden, sonst wären wir zu weit. Ich bedanke mich bei dir. Sehr wirklich gerne. Wirklich vielen Dank dafür. Viel Erfolg. Und viel Erfolg. Ne? Ja, viel Erfolg. So Leute, mega interessant. Also auch gerade für mich, für die Zukunft, auch gerade mal das Thema Alter ist ja wirklich im Motorsport. Du hast ja mal Angst, dass du so in meinem Alter jetzt mit 40, dass du gar nichts mehr machen kannst. Aber wenn selbst bei so einem 24er, also der Älteste irgendwas um die 50 ist, mega gut. Ich glaube, wir beenden noch das Video hier. Ich sag's zumindest jetzt mal, ob Ronny das auch wirklich getan hat, sehen wir dann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Reingehauen, bis zum nächsten Mal. Abo nicht vergessen und kommentieren nicht vergessen.